Heute in der Folge schauen wir uns diesen tollen Rasensprenger an. Damit bewässerst du deine Grünflächen rund um die Uhr, egal wie heiß es noch ist. Und in Minecraft steigen zurzeit genauso wie in echt die Temperaturen, von daher eine tolle Idee, um sich den überall ein bisschen hinzuplatzieren. Wie man sich den natürlich jetzt bastelt, zeige ich dir. Die Rasensprenger sind wirklich praktisch, um seine Grünflächen vorm Austrocknen zu bewahren. Können wir nochmal gucken, ich drehe mal den Wasserhahn auf, schon gehen sie an, wenn ich den natürlich wieder zudrehe, sind sie aus. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wie baut man sich denn jetzt so einen schönen Rasensprenger? Gar nicht mal allzu schwer, ihr braucht dafür eigentlich nur einen einzigen Command-Block. Ich habe da hinten schon ein bisschen was vorbereitet, das gucken wir uns natürlich hier einmal an. So, wie ihr natürlich euren Rasensprenger optisch gestaltet, gibt es viele Möglichkeiten, dazu kommen wir aber gleich, aber erstmal das Wichtigste und zwar den Befehl. Gucken wir in den Befehlsblock einmal rein. Erstmal, wir stellen ihn richtig ein. Das heißt, wir stellen erstmal auf Wiederholen, bedingungslos und benötigt ein Redstone-Signal. Wenn ihr das natürlich jetzt macht, dass er durchgehend aktiv ist, ist klar, dann läuft das Wasser durchgehend. Das wäre Wasserverschwendung, also achten wir darauf, dass wir den auch aktivieren müssen. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zum Befehl. Ganz einfach, ich erkläre ihn nochmal. Also schräger Strich, die Vertikel, dann einmal Minecraft, denn was von Minecraft? Das wären dann Regentropfen, natürlich die Partikelform. Und zum Schluss kommt noch die Position, wo ihr euch den hinsetzen wollt. Da haben wir immer Breite, Höhe, Länge. Hier in dem Fall brauchen wir nur die Höhe, also die Mitte. Bei mir wären das jetzt 29 Blöcke. Wie komme ich denn auf 29 Blöcke? Das heißt, ihr müsst immer von eurer eigenen Welt gucken. Bei mir habe ich oben meine Koordinaten mal aktiviert. Das heißt, ich fliege jetzt hier oben hin, gucke, wo sollen so meine Regentropfen auf welcher Blockebene sein. Sagen wir 29, ist aktiviert 29. So, gucken wir mal, zack, und dann sind hier meine Tropfen. Aber für alle nochmal gezeigt, wie man sich diesen Rasensprenger nochmal baut mit Rüstungsständer. Erste Sache, ihr braucht eine Stufe. Darauf könnt ihr dann einmal euren Rüstungsständer platzieren. Wie viele Rüstungsständer ihr euch da jetzt platziert, ist ganz euch überlassen. Meine Empfehlung wären so typisch 3 Stück. Müssen wir natürlich hier einmal drüber so ein bisschen platzieren. Zweiter und dritter. So, dann habe ich das hier schon so fertig. Nächster Schritt wäre natürlich, den jetzt in die Erde einzubauen. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, dass der jetzt bei mir schon in der Erde drin wäre. Jetzt müssen wir oben nur noch zumachen und dann nehmen wir den einfachsten Trick, wie es halt geht. Und zwar nehmen wir dafür einen Kolben. Am besten so, dass er auch nach unten guckt. Ja, das ist immer knifflig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, so. Das muss man dann insgesamt 2-mal machen. Und zack, nochmal nach unten drücken und fertig ist mein Rasensprenger. Das wäre dann natürlich jetzt hier die Bodenebene. Ja, das heißt, ihr müsst euch den Minimum 2 Blöcke tief buddeln. So, dann haben wir schon mal geklärt, wie man sich diesen Rasensprenger mit Rüstungsständer baut. Aber es gibt noch weitere. Und zwar, ich habe hier noch was vorbereitet ohne die Rüstungsständer. Wir können hier einmal das Wasser schon mal aktivieren und dann gucken wir mal in die Kiste rein. Man kann natürlich nehmen, was man will. Meine Empfehlungen wären aber jetzt hier noch diese Objekte. Zum einen eine Laterne. Könnte man auch nehmen als Sprenger. Hat auch noch so die passende Größe dafür. Sonst vielleicht noch ein Endstab, ne, das sieht auch nicht schlecht aus. Blitzstab kann man auch nehmen. Eine Fackel, eine Redstone, wie eine normale Fackel, ganz wie man will. Eine Kette, ne, ist auch noch eine super Sache, um sich das darzustellen. Oder auch das Neue, und zwar ein Tropfstein. Ne, das hat auch so die Form wie so ein kleines Hütchen, was, sag ich mal, der Sprenger sein könnte. Was ihr auch nehmt, das wäre denn schon der Rasensprenger. Jetzt kommt natürlich wieder der Fachtipp für euch, ohne dass ihr, sag ich mal, euch jetzt quälen müsst, überall diese Sprenger euch jedes Mal neu zu schreiben und hinzubauen. Nehmt dafür einfach einen Kopierblock. Mit diesem Kopierblock kannst du ihn dir natürlich dann kopieren und dir, sag ich mal, überall hinmachen. Klar musst du dir noch die Koordinaten hier richtig anpassen, dass es hier sitzt. So, da schauen wir auch nochmal kurz. So, also mehr müsst ihr da eigentlich machen. Wenn ihr das euch so abspeichert, könnt ihr euch das ja hinsetzen unter der Erde, wo ihr wollt. Nur so als Fachtipp, ne, damit ihr euch ein bisschen Arbeit ersparen könnt. So, das Wasser stelle ich hier wieder ab. Wir wollen ja ein bisschen sparen. Und dann gucken wir uns noch einmal die Rasenfläche von unten an, wie ich mir die jetzt hier gemacht habe. Ganz einfaches System, um sich die jetzt alle zu aktivieren. Also da muss man jetzt kein Fachmann sein in Redstone-Technik. So, ich habe mir überall halt meine Sprenkler hinkopiert, ne, die einfach mal hingesetzt. Und danach habe ich das immer mir erstmal hier verbunden. Jetzt ist das hier natürlich immer ein bisschen dunkel. So, ich mache mal kurz ein bisschen hell. So. Also hier sind ja meine Sprenkler. Man kann natürlich mehr machen, man kann weniger machen. Ganz was man halt für eine Grünfläche hat. Und dann verkabelst du das ganz einfach mit hier ein paar Repeatern und dann war es das schon. So einfach sind wir natürlich jetzt zu unseren Rasensprenger gekommen. Wenn du noch weitere solche tollen Videos sehen willst, schau mal bei uns oben in die Infobox. Da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls abonniere natürlich den Kanal, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Wir sehen oder hören uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein, bleibt gesund und ciao.